Und willkommen zurück bei Stargate. Nein, bei Penumbra Necrologue. Wir haben letztes Mal das Rätsel gelöst mit diesen drei Lasern und sind jetzt hier eine Ebene nach oben gekommen zu einem merkwürdigen Portal, in das wir aber nicht reinkommen und wo wir auch ansonsten. Ah ja, warte mal. Haha, warte ab. Warte ab. Nein, nicht ganz richtig. Nein, nicht ganz richtig. Was? Okay. Das müssen bestimmte sein. Hallo? Verarsch mich doch nicht. Okay. Oh, es sieht mich darin an. Passiert gar nichts. Okay, also es will, dass wir reingehen. Okay, hindurch. Hindurch. Falsche Seite. Hindurch. Als ich das durchsichtige Etwas berührt habe, bekam ich ein komisches Gefühl, als ob ich bereits gewusst hätte, was als nächstes geschehen würde. Als ob es nicht das erste Mal für mich war. Als ob ich bereits etwas wie dies mehrere Male getan hatte. Aber ich konnte mich an dieses Ereignis nicht erinnern. Ach was. Ein Mensch! Der geht! Vater? Und wir sind hier wieder in diesem. Oh. Sieht eklig aus. In diesem Turnguide-Geist, so wie es aussieht, in diesem Kollektiv. Welcher außergewöhnlicher Brunnen, Alter. Okay. Doch, das sieht ganz danach aus. Das kennen wir noch aus Black Black. Hier kommen wir nicht rein. Hier können wir nichts machen. Da können wir nichts angucken. Hier lang können wir gehen. Bringt uns nichts. Hierauf kann ich nicht hüpfen. Hier drauf kann ich nicht stehen. Also. Muss auch gar nicht ich draufstehen, sondern dieser Klotz. Hallo? Leute. Geh da drauf, du dummer Klotz! Okay, der Klotz geht da nicht drauf. Sollte doch aber eigentlich wahrscheinlich Teil des Plans sein, oder? Dass dieser Klotz da drauf geht. Okay. Mit ein bisschen Kraftaufwand funktioniert das. So, müsste da hinten wahrscheinlich noch so ein Ding sein. Da ist ein Klotz und hier ist so ein Ding, okay. Das ist echt unglaublich ekelhaft für die Augen. Hui, hui. Klotz, Klotz, groß und schwer aus Holz. Das hatten wir lange nicht mehr. Ich glaube, bei The Forest hatten wir das jetzt. Oh Mann, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. So, den muss ich da wahrscheinlich auch wieder mit draufkloppen. Und anscheinend ist es unser Ziel, diesen Turm zu erreichen. D. Es scheint, dass etwas hier fehlt.
Müssen wir uns echt bis zu diesem Turm vorkämpfen? Da ist Daddy. Da ist ein Guckloch. D, ne? D-H... O... Okay, es muss ein Wort sein. Ein... Ein sehr langes Wort. Aber ich muss doch zu dem A kommen. Hörst du mal auf damit? Na toll, jetzt komme ich da zu dem A nicht mehr hin, oder was? Papa ist hier hingelaufen, aber hier ist nichts. Ich aktiviere mal einfach alle Buchstaben, aber das könnte natürlich auch falsch sein. Denn warum sollten es Buchstaben sein, wenn man sie einfach so in einer unbeliebigen Reihenfolge anklicken kann? Das wäre ja irgendwie komisch. Boah, das ist ganz schön nervig. So, siehst du, und das ist falsch. Wir haben D O R W H. So, das... Ich weiß nicht. Ich komme da nicht mehr hin. Doch. Ich komme da noch hin. Ich komme sogar... Nee, bis dahin komme ich nicht. Warte mal. Nee, dahin komme ich nicht. Ein A haben wir auch noch. Dieser verschwommene Effekt, der geht ganz schön auf den Sack. Muss ich sagen. Okay. Okay. Macht das irgendwie dieses Pustedings schwächer? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ich habe hier die ganze Zeit einen Stift in der Hand. Okay, wenn ich die Hand hier drauf lege, dann macht es ein Geräusch und alles ist von vorne. Ich weiß auch nicht, was das... was das für ein Wort sein soll. Also... Ey, ich habe keine Ahnung. Aber... Keine Ahnung. Und wir haben aber auch, glaube ich, nirgendwo... Nirgendwo einen Buchstaben übersehen, ne? Es wird ein englisches Wort sein, aber... Und ich denke, Englisch werden sie ja richtig... richtig schreiben können, die Wörter. Deshalb denke ich mal, wird es irgendein merkwürdiges englisches Wort sein? Nur habe ich keinen Plan, was für eins. Da muss ich hin. Word. Ich bin so bescheuert, ne? Bin ich so blöd. Ich bin so doof, ne? Kann man nur so bescheuert sein? Es tut ja echt schon fast weh. Oder vielmehr so eine lange Leitung. Das ist echt unmöglich. So eine lange Leitung. So. Jetzt das, dann R und D, und D. D wie Depp. Und jetzt müsste es ja eigentlich richtig sein. Ich sag's euch, ich bin... ich bin nicht geeignet für Adventure Games. Genau aus diesen Gründen. Mein logisches Denkvermögen streikt dann da. Ach was. Da falle ich um vor Freude. Was ist los? Howard, Papa. Wo bist du? Was bist du?
Ich kann da nicht durch. Ich muss in Richtung... Boah, ist das eklig. Through mankind, why did you come to me? I trusted you, but you betrayed me. You turned out to be like one of those who came before you. Just like them, you are full of hate. Why do you hate me? Ich hasse dich gar nicht. Ich will einfach nur... Au, mein Mikrofon schlagen. Nein, ich will einfach nur mit dir reden. Ich will wissen, was... hier los ist. Und wo ich hier hin muss, würde ich auch gerne wissen. Da kann ich nicht durch. Hüpfen kann ich. Der Turm. Lass mich rein. Hier wird unsere Sicht auch wieder besser. Ein bisschen zumindest. Tür ist zu. Wir können also nur nach oben. Und ich... Mankind has changed and is still changing with every second. And you, human, are changing as well. Whether you're with them or alone. I was ready for a strike. But it was difficult to expect such a thing from you. This sense of betrayal is akin to losing a best friend. It is familiar to you, human. Only I did not ask to silence me, but asked to be left in rest. Curiosity does not lead to anything good, as well as the search for truth. Irgendwas mit der Wahrheit. Da war keine Übersetzung mehr da. Ach was. Der Beginn unserer Reise. Amabel. War Amabel... Amabel war also doch tot. Und es war wahrscheinlich nur Clarence dann in unserem Kopf, der uns glauben lassen hat, dass sie doch noch am Leben ist. Das ist Howard, ne? Ja. Er sieht aber... Doch, er sieht, glaube ich, so aus wie unser Vater. Red und die Verbrennungskammer. Man hört sogar den Ton. Übelkübel. Ein Artefakt. Das Loch in der Wand mit dem Viech. Mit dem Riesenwurm. Das Artefakt kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Nö. Und wir sind wieder genau da. Wo wir aufgehört hatten. I gave people knowledge, but the answer
was nothing but hatred. Each of you think they are clever, but even when you are together, you are strong but foolish. You are led by something you know nothing about. And you, human, will be led by someone you knew. You thought you knew, but it is not true. I can see your mind, human, but I can't find a goal that motivates you. And with that, my pain is multiplied 1,000 times. I am neither a killer nor a judge. Our worlds should not intersect. We speak different languages and will never understand each other. I've made my choice, and it's your turn, human. Everyone chooses what they hold there for themselves. Müssen wir wählen, ob wir sterben wollen oder zu Howard gehen? Aber Howard ist doch tot. Es gibt 2 verschiedene Enden. Kann ich das so hier nochmal... Ne, kann ich natürlich nicht. Das sieht wirklich so aus, als ob das der Tod wäre, ne? Okay. War das jetzt unsere Wahl, dass unser Vater sich umbringt? Hey? Und wir müssen hinterher springen? Herrje, mein Kopf! Ein Wunder, dass ich diesen Sturz heil überlebt habe. Ich hätte mich besser an der Leiter festhalten sollen. Wo bin ich hier? Gute Frage. Wir gehen einfach in den Keller. Ist das nochmal... Okay. Ja. Okay. Also sind wir unserem Vater in den Tod gefolgt sozusagen, und was sollte das jetzt am Ende wieder bedeuten? Und wer hat uns betrogen? Unser eigener Vater? Clarence? Clarence hat uns ja öfters betrogen. Aber alles in einem? Ein gutes Spiel, muss ich sagen. Also dafür, dass es eine Mod ist, ist es doch ganz gut gelungen. Und dafür, dass die... Übersetzung auch nicht so dolle war, aber ja, war das erste Mal, und dafür Daumen hoch.
Achso, hier sind die Voice Actings aufgelistet. Tomb Raider Player 89. Wie, aha. Philipp ist von Bruger gesprochen worden. Ach was, okay. Alfred Richardson, Spyro. Mhm. Ah. Das war er also. Cool. Cool, cool. Special thanks. Fractional Games, Meglego, Zero the Hedgehog, Cold Razor, Crowy LP. Aha, aha, aha. Höchst interessant. Und, ja, was soll ich noch sagen? Es ist wohl noch ein weiteres Penumbra geplant, oder vielmehr eine weitere Mod. Und, mal sehen, ob wir die auch spielen. Ich denke schon. Wir hätten ja noch das, wie heißt, Requiem, aber boah, ich glaube nicht, dass das spannend wird. Ich glaube nicht, dass das so cool ist. Und ansonsten, ich weiß noch nicht, ob jetzt direkt was Neues kommt, denn ich komme nicht so wirklich mit dem Aufnehmen hinterher. Es ist echt ganz schön viel im Moment. Also hier mit Penumbra, mit Gothic und mit No More Room in Hell und mit Project Zomboid. Das ist schon eine ganze Menge, die man da aufnehmen muss immer. Und wenn man wenig Zeit hat, ist das blöd. Deshalb weiß ich noch nicht, ob hier direkt danach was Neues kommt. Lasst euch überraschen. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ende. Ich muss noch mal ein Lob aussprechen an die Entwickler hier von dem Ding. Haben sie gut gemacht, also echt eine nette Fortsetzung vom zweiten Teil von Black Plague, muss ich schon sagen. Und ja, wenn ich jetzt... Kann ich was drücken? Maustaste. Okay, das war's also. Ja, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und halte die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Tschüss!